Servus liebe Shisha-Freunde, willkommen zu einem neuen Video von eurem Smokebuster-Team, beziehungsweise von mir. Na, ihr seht, ich bin gerade zu Hause bei mir, ich habe es auf Instagram schon angekündigt und zwar wollte ich euch heute einen brandneuen Tabak vorstellen, den musste ich einfach vorstellen, weil er eben heute gekommen ist und so aktuell ist. Ja, Tobi, Sascha haben halt leider keine Zeit, Felix auch nicht, deswegen bin ich heute mal alleine bei mir, wie ihr seht. Das ist mein Zimmer. Wer aus den Livestreams öfters mal dabei ist, wird das Zimmer kennen. Ne? Ist ein bisschen unaufgeräumt. Hier hinten noch von meiner Freundin irgendwelche Sachen. Also da auf jeden Fall nicht drauf achten. Und ja, ihr habt es im Titel gelesen, Freunde. Heute geht es um Al-Massifa. Al-Massifa ist ein Tabak vom Rapper Massiv. Ist jetzt, wie gesagt, brandaktuell. Ist seit gestern, glaube ich, draußen oder seit Mittwoch. Ich habe es in Instagram angekündigt, ich drehe das Video jetzt und lade es später noch hoch. Also wir haben jetzt 16.45 Uhr, ich denke mal auf 18 Uhr sowas wird das Video online kommen. Und ja, ich habe auf Instagram mal abstimmen lassen, welchen ihr von beiden sehen wollt. Ich habe zwei Sorten hier und zwar einmal den Ghetto Lead und einmal den 4 Blocks. Habe auf Instagram eine kleine Abstimmung gemacht, ich hoffe man kann es hier... Natürlich kann man es nicht lesen, doch jetzt kann man es lesen. Ist jetzt ungefähr eine Stunde gelaufen, hat 600 Aufrufe und Ghetto Lead hat 96 zu... Jetzt habe ich es vergessen. 96 zu 93 gewonnen, also eine sehr, sehr enge Kiste. Falls ihr Bock habt, den anderen auch noch zu sehen, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Dann denke ich mal, werden wir auch zu dritt oder zu zweit nochmal den anderen vorstellen. Aber heute geht es um den Ghetto Lead Massiv. Wie gesagt, hat einen Shisha-Tabak in... Kooperation mit den Mose-Brüdern rausgebracht. Mose, für alle, die es nicht kennen, ist ein Kohlehersteller, glaube ich. Hat man auch mal Kohlen davon. Die haben es eben rausgebracht, haben auch das schön auf Instagram geteasert. Und ja, bevor wir zur Dose und zum Geschmack und zum Rauch kommen, ganz kurz noch ein paar Infos. Kaufen könnt ihr das Ganze, glaube ich, in jedem Online-Shop und auf Mose Shisha speziell habe ich es jetzt gekauft. Ich lese mal kurz die Sorten vor. Gibt 6 Stück. Ich habe hier meinen Computer mal aufgemacht und zwar einmal den 4 Block oder 4 Blocks, eine Familie, dann den Ghetto Lead, Massiv, Bruderherz, Blut gegen Blut und Wenn der Mond. Ne, also 6 Flavor, könnt ihr euch einfach mal anschauen, ne? Es sind sehr, sehr coole Sachen dabei. Ghetto Lead, den ich heute vorstelle, ist Orange und Blutorange. Ich lese mal kurz einen Text vor, wie die Faust aufs Auge, starke Noten von Orange und Blutorange, gepaart mit einer aromatischen... mit einem aromatisch brachialen Abgang schlagen die entgegen, also klingt sehr, sehr gut. Und der andere, der 4 Blocks, ist Zitrone, Limette und eine Minze, also ein Klassiker, ne? Und ja, mein Stuhl knatzt ein bisschen, ne? Also wer Lust hat, mir einen neuen Stuhl zu kaufen, na, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ne, Spaß beiseite. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die Dose an, den Kopfbau. Ich habe da einen kleinen Pond zusammengeschnibbelt. Schaut euch einfach mal an, wie das Ganze ausschaut. Und dann sehen wir uns gleich beim Rauchtest wieder und beim Geschmack. Bis gleich. So, welcome back. Ich hoffe, ihr konntet mal so ein paar kleine Einblicke von der Dose und vom Schnitt sehen. Ganz kurz noch, wir rauchen auf der Mose Breeze. Gebaut habt ihr ja gesehen, den Hooker John 80 Feet. Ganz normal bis zum Rand, eine Lage Panzer, Alu von Somo, 3 Kokosolkohlen. Und jetzt, Freunde, geht's um den Ghetto Lead. Ja, die Dose habt ihr gesehen, schaut sehr, sehr cool aus. Ist aufgemacht so ein bisschen wie Holster, finde ich. Sind dieselben Dosen, auch oben mit diesen... mit diesem Alu-Verschluss einfach rausziehen, dann habt ihr den Tabak ready to smoke in der Dose drinnen. Finde ich sehr, sehr cool. Braucht man nicht extra mal auszippen oder sowas. Naja, an die ganzen Hersteller, falls es ein oder andere Tabakhersteller sieht. Ne? Ich finde diese Dosen hier, speziell mit dieser Aufmachung hier, eigentlich am besten. Ne? Habt ihr gleich einen Tabak drinnen, könnt sofort loslegen. Und ja, Schnitt habt ihr gesehen. Freunde.
Deluxe, also sehr, sehr fein geschnitten, Molasse perfekt eingezogen, nichts Überschüssiges. Ich habe das Ganze mal ein bisschen umgerührt, da schwimmt nichts, alles perfekt. Und ja, jetzt würde ich sagen, Freunde, ich komme endlich mal zum Geruch. Davor noch ein schnelles Tütchen. So, Geruch. Ja, und Geruch bei beiden, aber speziell bei denen hier, der hat es mir besonders angetan. Geruch ist pervers, Freunde. Ist wirklich pervers. Ihr habt eine extrem geile, süßlich-herbe Orange, Blutorangenmischung. Geht kein bisschen ins Chemische, finde ich. Eine leichte Frische noch mit dabei. Sehr, sehr fruchtig, tropisch. Also riecht wirklich pervers geil. Könnte man sich reinlegen und dann Tabak hier rupp, einmal reinlegen und das Ganze essen. Also riecht wirklich pervers gut. Ich habe jetzt hier keinen Vergleichspunkt mit irgendeinem Tabak. Das riecht wirklich anders, würde ich sagen. Am besten, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese kleine Mamba, glaube ich, haben die geheißen, oder Mao an, Mamba, Mao an, diese kleinen Bonbons. So riecht es ein bisschen. Und also geruchstechnisch schon mal ein wirklich richtig, richtig großes Brett. Stuhl knackst aber immer noch. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt und wie das Ganze raucht. Ja, also rauchtechnisch geisteskrank. Ich habe hier zwar eine Softbox stehen, aber rauchen tut das Ganze sehr, sehr gut. Ich rauche das Ganze jetzt schon seit einer circa einer halben Stunde. Also ein bisschen angeraucht, das Ganze war sehr, sehr schnell da. Schlauch stört mich jetzt hier gerade ein bisschen. Müssen wir mal finden, dass man hier nur ein Mundstück hat und keinen Schlauch. Ne? WLAN-Mundstück. Gut, der war jetzt nicht witzig. Und ja, Geschmack, Freunde. Und Geschmack. Muss ich sagen, ist fast 1 zu 1 wie der Geruch. Ihr habt eine sehr, sehr authentische Orangennote, eine sehr, sehr geile. Ich würde schon fast sagen, es geht so in die Art Grapefruit, sehr, sehr herb. Und was ich speziell besonders feier ist, ihr habt wirklich so eine saure Note auf der Zunge. Ne? Also wie wenn er ein Center Shock ist, ne? So von der säuerlichen Note so rum. Ihr habt da wirklich so einen leichten Film drauf, das bitzelt ein bisschen leicht auf der Zunge und schmeckt wirklich Deluxe. Also wenn sie die Qualität halten, ich bin wirklich geflasht und ich muss wirklich sagen, es ist, denke ich mal, eine mit meiner Top-Tabaksorten im Jahr 2019 mit bis jetzt. Ne? Ich probiere den anderen auch nochmal, aber was der hier kann, das ist wirklich. Puh. Ja, also was will man dazu noch sagen? Von mir bekommt es auf jeden Fall eine klare Probierempfehlung. Schaut mal, dass er den Tabak ranbekommt. Schmeckt wirklich geisteskrank, raucht gut. Geschmack hat auch überhaupt nicht nachgelassen. Jetzt, wie gesagt, ich rauche seit einer halben Stunde, also schmeckt immer noch durchgehend sehr, sehr intensiv. Und ja, da würde ich sagen, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr den 4 Blocks auch nochmal sehen wollt, ne? Und ja, Entschuldigung auch nochmal, wie gesagt, für die Kulisse hier. Ich hoffe, es ging einigermaßen und ja, da wären wir am Ende vom Video angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch den Tabak ein bisschen näher vorstellen und schreibt eure Erfahrungen auch gerne mal in die Kommentare, falls ihr das Ganze schon probiert habt. Wie gesagt, es brandaktuell. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Ich bin raus. Shishas Cannabis, Shishas Leidenschaft. Macht's gut, haut rein und Servus!